Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristen-Kanal und habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, ob die Krabben, also das sind die, die ihr von den Krabbenbrötchen kennt, die ja eigentlich, ja wiederum falsch, ja, Krabben kennen wir jetzt so als diese kleinen Tiere von den Krabbenbrötchen. Krabben sind aber eigentlich diese Strandkrabben, was wir als Krebse bezeichnen, und Krebse sind wiederum die, ja sowas, was wir auch als Flusskrebs essen, gibt es ja auch als Hummer dann im Meer, verschiedene Größen. Aber was sind jetzt nun diese Tiere, die wir als Krabben bezeichnen? Ja, das sind jetzt wirklich Garnelen, und da sind wir natürlich wieder hier auf dem Kanal richtig. Krebse werden wir vielleicht auch irgendwann mal was zu machen, aber jetzt fangen wir doch mit den Garnelen mal an. Diese kleinen Garnelen, diese Nordseegarnelen, ganz viele verschiedene Namen. Krangon wäre der lateinische Name, falls euch das interessiert. Und die kommen ja nun bei uns hier heimisch, also heimisch jetzt nicht hier bei mir auf der Wiese, sondern an der Nordsee, kommen die ganz gut vor und vor allem in Flussmündungen. Flussmündungen heißt, die gehen auch richtig weit ins Süßwasser rein. Ich habe die auch schon in, ich sag mal, gezeitennahen Gewässern gefunden. Also das sind Baggerseen, die halt, wo dann diese Garnelen mal reingespült wurden. Die können also auch in reinem Süßwasser sehr lange überleben, vermehren sich natürlich nicht. Aber man denkt doch, ja, das hört sich ganz stark nach Amano-Garnelen an. Und es passt auch von der Größe her. Wer Amano-Garnelen mal richtig ausgewachsen gesehen hat, das sind schon ganz schöne Klopper. Und dann kommen wir eben darauf, dass die doch sehr ähnlich sind. Kann ich die doch auch ähnlich verwenden, oder? Also auch da ist es so, nicht die Adulten gehen ins Süßwasser bei unseren Nordseegarnelen, sondern die Juvenilen. Die verstecken sich da vor Fressfeinden, vor Fischen und eben vor einigen anderen Räubern, die im Meer stärker vertreten sind, gehen schön auch in die flacheren Bereiche. Es ist sehr nährstoffreich in solchen Flussmündungen oder am Anfang ja, ein bisschen weiter in die Flüsse rein. Da gibt es sehr viel Futter für diese einheimischen Garnelen. Da gehen die doch dahin. Also kann ich die jetzt äquivalent zu den Amano-Garnelen verwenden? Davon würde ich persönlich abraten. Ich meine, man könnte jetzt natürlich Experimente machen, die einheimisch hier auch ins Aquarium zu holen und zu gucken, was passiert. Aber man muss dazu wissen, erstens hat man nicht ganz so viel Spaß dran, weil die hauptsächlich nachtaktiv sind. Das heißt, tagsüber, man kennt das, wenn man mal so durch so eine Wattwanderung gemacht hat, ab und zu tritt man mal in so eine Pfütze und dann flitzt da irgendwas weg. Das waren dann eben die juvenilen Nordseegarnelen, die sich da im Sand eingegraben haben. Und wenn man mal dahin tritt, dann ja, flitzen die halt irgendwie weg. Man sieht da was rumzappeln. Man kann die auch ganz gut so mit dem Kescher, ne? Als Kind hat man das ganz gerne gemacht. Oder ich dann jetzt auch hier mit meiner Tochter. Seht ihr hier das Bildmaterial. Natürlich die Garnelen gefangen und dann gezeigt, hier, das sind die Nordseegarnelen. Und das macht Spaß, die auch so weghopsen zu lassen. Haben sie natürlich nachher alle wieder ausgesetzt. Aber die könnte ich ja jetzt mitnehmen und in mein Aquarium tun. Wie gesagt, tagsüber eingebuddelt, nachts kommen sie raus. Das ist schon mal für uns blöd, weil, naja, wenn wir die beobachten wollen und tags ist nicht viel los, ja, wollen wir ja im Aquarium eigentlich nicht haben. Man sitzt ja nicht nachts, um seine Garnelen zu beobachten. Auch unsere Neocaridina, die meisten Caridina, sind Tag und Nacht aktiv, während diese wohl hauptsächlich nachtaktiv sein sollen. Ich habe es, wie gesagt, nicht im Aquarium getestet. Man sieht die tagsüber in diesen Gezeitentümpeln auch mal ab und zu rumlaufen. Ich vermute aber, da das ich jetzt schon mehrere Quellen da gelesen habe, dass die hauptsächlich nachtaktiv sind. Und jetzt kommen wir zum eigentlich entscheidenden Part. Ja, was machen sie nachts? Sie gehen auf die Jagd. Also es sind nicht so wie unsere Zwerggarnelen hauptsächlich Aufwuchsfresser, sondern es sind eher Jäger. Das heißt, die buddeln sich da ein und warten, dass jetzt irgendein Beutetier vorbeikommt. Das kann eine junge Garnele sein. Also ja, das sind Kannibalen, die fressen auch ihre Artgenossen. Das können aber auch irgendwelche anderen kleinen Würmchen, andere Krebstiere oder auch mal ein Jungfisch sein. Und das möchten wir ja eigentlich nicht haben. Also gerade Jungfische, wenn man denn Fische mit im Garnelenbecken hat, und auch Artgenossen, ja, so sie dich denn vermehren. Wie gesagt, die würden sich jetzt nicht im Süßwasser vermehren und dann würden sie sich gegenseitig noch auffressen. Also wenn sie natürlich eine gewisse Größe erreicht haben, nicht mehr. Aber wenn da ein gewisser Größenunterschied vorhanden ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie sich auch fressen. Ja, ich denke, soll ich weitermachen? Ich vermute, die meisten haben jetzt schon den Spaß dran verloren. Auch natürlich Nachzucht wieder extrem schwierig. Was heißt extrem schwierig? Mir ist keine Nachzucht jetzt bekannt, wo man das wirklich im Süß- oder härteren Süßwasser, Brackwasser gezogen hat, dann sich die Tiere vermehrt haben und dann die aufgezogen hat, dass man die schon mal tragende Tiere vom Fischkutter überführt hat, festgestellt hat, okay, das läuft ähnlich wie bei Amano-Garnelen, dann vom Larvenstadium wieder zu fertigen Garnelen. Das gibt's, da gibt es Berichte drüber, aber dass man die wirklich direkt nachgezogen hat im Aquarium, ja, das ist mir jetzt kein Bericht irgendwie bekannt. Also nicht so einfach. Vom Verhalten her, wie gesagt, ja, wer es mag, Tiere, die sich im Sand eingebuddelt haben, kann man das gerne mal machen. Wahrscheinlich dann auch eher Artenbecken oder wirklich größere Tiere dabei, also größere Fische dabei, wo man keine Jungtiere von
haben möchte und die auch nicht so groß sind, dass sie die Garnelen wieder fressen, dann kann man das versuchen. Mit der Ernährung wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Die werden wohl auch an Aas rangehen. Das sind ja schon eher Opportunisten, so wie wir das ja jetzt auch bei unseren Garnelen kennen, dass sie auch jetzt tote Tiere wegfressen. Natürlich, wie gesagt, auch irgendwelche Kleinkrebschen und so weiter, Würmer. Aber die Zwerggarnelen sind deutlich mehr auch algenfokussiert, aufwuchsfokussiert, während jetzt diese Nordseegarnelen das eben nicht sind. Jo, habe ich noch irgendwas vergessen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr schon mal Experimente dazu gemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das interessiert mich natürlich sehr, ob einer von euch jetzt hier die Nordseegarnelen im Aquarium hat und ob das gut funktioniert. Ich würde es jetzt persönlich nicht ausprobieren wollen. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise auch nicht wozu. Aber schreibt mir, falls ihr das anders seht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.